Eine neue Folge MT5, heute mit einem weiteren Spiel der ersten Runde des Kriegs der Dämonen. Viel Spaß dabei! Ja, hallo, ein weiteres Spiel, nicht von mir diesmal, denn mein Spiel habe ich ja schon hochgeladen, sondern zwischen Thomas, den vielleicht die einen oder anderen schon kennen, wenn sie beim Discord-Server bei uns dabei sind, dann auf jeden Fall, und einem neuen Mitglied, das, glaube ich, über die Spielemesse mit dazugekommen ist und sich dann direkt für unser Dämonen-Only-Turnier angemeldet hat. Dreambart heißt er bei uns im Discord-Server. Wir sehen zwei unterschiedliche Aufstellungen, einmal 442. Ich glaube, genau, Thomas ist hier mit den lilanen Würfeln mit 443. 442 hat den Vorteil, dass man erst einmal quasi seinen Vierer vorbewegen kann und dann im Nachhinein splitten, sodass man dann direkt mehrere Besessene weiter vorne hat. Dort können sie aber natürlich auch schon früher unter Druck gesetzt werden, während 443 den riesigen Vorteil hat, dass man direkt zwei Dreier hat und die können, wenn man sie so nebeneinander hat, wie Thomas das hier auch macht. Ich bin gerade gar nicht mehr sicher, ob tatsächlich... Doch, Thomas ist lila, okay. Ja, ich habe von dem Spiel auch bisher nur den Anfang und das Ende gesehen. Also zwischendrin bin ich auch etwas, wo ich auch improvisieren quasi. Genau, die Dreier haben den Vorteil, dass wenn man sie so nebeneinander zieht, man sie immer fusionieren kann zu einem Finsterdämon und dann gibt es keine Figur, die selbstbewusst an einen der Jäger dranziehen kann, da ich einen Sechser direkt mit dem Dreier schlagen könnte und alles von 5 abwärts kann ich halt durch eine Fusion der beiden Jäger zu einem Finsterdämon und dann die freie Aktion schlagen. Also defensiv sehr gut. Was mich bei 4-3-3 immer stört, ist, dass es sehr schwierig ist, da neue Kreaturen reinzubekommen. Wobei sich das vielleicht jetzt mit den Regeländerungen etwas geändert hat, denn die Besessenen konservieren jetzt ja quasi auch die Triggerpunkte, die verliert man nicht, wenn man noch eine drin hat. Das heißt, wenn man jetzt die 4 splitten würde, dann hätte man trotzdem die Triggerpunkte, die man angesammelt hat, noch da und könnte dann einer der beiden Dreien zu einer 4 aufwerten und auf die Art und Weise wieder eine 4 und aber auch noch mehr Steine im Spiel haben. Genau, wir haben hier den Split gesehen, so wie ich am Anfang sagte, kann man halt relativ schnell nach vorne und dann mit einem Split und hat dann auch 4 Steine auf dem Spielfeld. Dann von Thomas direkt die Fusion und dann neben der Zug, neben die Besessene, das ist immer riskant, weil jetzt man Planungssicherheit hat als Mitspieler, denn man weiß ja, dass die Besessene geschlagen werden muss. Hier kann er allerdings noch nicht wirklich viel machen mit dieser Planungssicherheit, deswegen beschließt er sich dazu, die Triggerpunkte auszugeben, die Besessene auf der mittleren Ruine in Sicherheit zu bringen, vermute ich mal, und dann noch eine aufzuwerten, da er ja 5 Triggerpunkte benutzt hat. Das ist echt schön an den neuen Regeln mit den Dämonen. Früher war die Moorhexe immer so ein bisschen, hat sich eher gelohnt, nur wenn der Mitspieler einen Fehler macht. Jetzt kann man halt irgendwie schnell was wegbewegen und gleichzeitig eine zweifache Aufwertung machen, was einem halt schon ziemlich cool Tempo gibt. Thomas zielt auf die Ruine. Die Besessene wird zu einem Jäger, um sich ein bisschen vor dem Dämon zu schützen. Triggerpunkte werden noch nachgestellt. Und jetzt gucken wir mal. Das könnte schon langsam gefährlich werden mit dem Fallen. Es kommt der Split des Finsterdämons. Die Moorhexe könnte sich jetzt zwischen Moorhexe und Jäger stellen oder nach oben. Okay, stellt sich nach oben. Und jetzt sehen wir, was der Jäger macht. Zieht vorne durch. Setzt damit etwas mehr noch unter Druck. Die Moorhexe scheint sich zur dritten Ruine hinzubegeben.
Da ist dann auf jeden Fall auch, da Thomas ja schon zwei hat, wird es langsam riskant. Deswegen auch sinnvoll, da mit der Moorhexe drauf zu ziehen, denn dann kann der Gegenspieler auf jeden Fall erst einmal nicht dahin. Hier wäre jetzt schon ein möglicher Sieg. Wenn Thomas die Moorhexe splittet, könnte er, müsste die Moorhexe von Dreambart von der Ruine runter und dann könnte er mit dem Zauber genau drei Felder die Besessene auf die Ruine stellen. Sieht er hier aber nicht. Es kommt im Eifer des Gefechts natürlich vor, gerade wenn man noch nicht so viel mit den Dämonen gespielt hat. Wertet zu einem Sammler auf und jetzt sehen wir hier auch nochmal, der Zug neben die Besessene, wie gesagt, immer sehr riskant. Und ich vermute mal, dass diesmal wir auch sehen, dass er bestraft wird. Genau, der Sammler kann einen Wicht reinsetzen, wodurch er halt quasi die Besessene schützt. Er hätte den Wicht auch neben die Ruine setzen können. Dann hätte man in sich die Moorhexe und 6 Punkte sichern können. Jetzt kommt die Besessene und bedroht den Wicht erstmal. Das Problem ist, wie gesagt, wenn der weg ist, dann muss auch die Besessene vom Jäger geschlagen werden. Der wertet selber auf zu einer 3. So, der nächste Triggerpunkt dazu sind jetzt auch schon wieder 3. Und als Aktion dann die Moorhexe wird aufgewertet zu einem Sammler. Auch hier wieder eine Falle incoming quasi. Beware, there's a trapdoor. Wenn die Besessene gleich da zum Jäger zieht, dann ist er abgesichert. Alternativ kann auch die Besessene da schon 3 Punkte da sind zwischen den Sammler und die Moorhexe ziehen und auch da eine Falle ziehen. Den zweiten Fall hat Thomas jetzt verhindert, dadurch, dass er den Jäger zu einer Moorhexe aufgewertet hat. Das heißt, würde jetzt Dreambart zwischen den Sammler und die Moorhexe ziehen, dann würde er zwar die Moorhexe bekommen, aber anschließend noch seinen Jäger verlieren. Wäre dann also ein 5 gegen 5 Tausch. Aber die andere Falle ist jetzt quasi noch einen Punkt stärker geworden, denn die Moorhexe genau muss jetzt, wenn die Besessene dazwischen zieht, wo sie jetzt genau hingezogen ist, schlagen und dann haben wir einen Tausch 2 Siegespunkte gegen 4 Siegespunkte und das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Grundlage, da auch ansonsten ja der Spielstand nicht besonders im für einen Spieler vorteilhaft wäre. Beide haben dann anschließend 3 Steine, beide haben eine Position mit 2 Steinen schon mal in der gegnerischen Hälfte oder zumindest in der neutralen Zone und beide haben immer noch eine Moorhexe mit relativ vielen Triggerpunkten und haben ihre eigene Ruine. Also bisher leichter Vorteil für Dreambart. Und wir gucken mal, wie es weitergeht. Thomas nimmt sich wieder einen Besessene, ist auf jeden Fall sinnvoll, da er ja auch einige Punkte hat. Und auch hier wieder eine Falle bei den Besessenen, muss man wirklich jedes Mal sich überlegen, wo können die hinziehen und wo habe ich vor allem Kreaturen, die niedriger sind als die meines Mitspielers. Und das ist hier halt oben links bei der Moorhexe und dem Sammler der Fall. Okay. Aber hier wird noch direkt eine noch größere Falle quasi eröffnet. Sehr wichtig überlegen, wenn ich neben eine Besessene ziehe. Hier sieht Thomas es direkt und bestraft es, dass er aufwerten kann zu einem Finsterdämon. Die Besessene muss trotzdem geschlagen werden. Und wir haben einen Tausch 2 Punkte gegen 6. Und jetzt definitiv Thomas im Vorteil. Da er schon bei 8 Punkte dann ist, das ist quasi so eine magische Zahl, wenn man gegen Dämonen spielt, weil dann der andere Dämonenspieler keine Fallen mit seinen Besessenen mehr herstellen kann. Außerdem hat Thomas jetzt ganze 3 Machtstufen
mehr 10 im Vergleich zu 7. Das ist schon auch auf dem Feld ein Vorteil. Mal schauen, ob es noch ein Comeback gibt. Das kann bei den Dämonen auch immer schnell passieren. Erst einmal der Split. Nimmt sich da alle Triggerpunkte weg, würde eigentlich die Triggerpunkte noch behalten, da er ja Besessene im Spiel hat. Und ja, wollte vermutlich einfach wieder einen zusätzlichen Stein dazu nehmen. Wäre eine Möglichkeit gewesen, den Jäger aufzuwerten zu einer 4 und dann da vorne zu splitten. Dann kann man aber hinten halt leicht mit seiner 4 unter Druck geraten. Oder auch die 4, da ja auch eine 5 und eine 6 stehen vorne. Alles nicht einfach. Also jetzt das Spiel mit den Jägern vielleicht tatsächlich die beste Variante. Thomas wertet hier jetzt erst einmal auf. Ich habe ein bisschen die Vermutung, dass er versucht, die zusätzlichen Siegespunkte jetzt noch über die Triggerpunkte, die gerade weg waren, war falsch rum. Ich habe wieder auf die falsche Seite geguckt. Waren ja von den, die schwarzen Steine gehören zu den, also auf Sieges- und Triggerpunkte gehören zu den lilanen Würfeln. Das hat mich gerade verwirrt, aber okay. Genau, ich vermute, dass der Plan hier war, auf virtuelle Siegpunkte zu gehen. Man braucht dafür einen Dämon und eine Besessene für einen Punkt. Das heißt, zwei Dämonen und zwei Besessene auf dem Spielfeld für die lilanen Würfel würden den Sieg bedeuten. Ist aber natürlich was, was noch ein bisschen dauert. Wir müssten jetzt einen von den Dämonen spalten, hätten dann eine 2 und eine 4, könnten dann vielleicht den anderen Dämon spalten, hätten die zweite 2 und noch eine 4 und dann könnten wir die 4 wieder aufwerten, wären in dem Fall schon wieder 6 Züge, in die das Ganze brauchen würde. So, jetzt haben wir 3 Dreier. Ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, um die letzte Regeländerung noch anzusprechen. Dann haben wir in diesem Spielbericht tatsächlich alle gesehen, wenn jetzt zwei der Dreier fusionieren würden zu einem Finsterdämon, dann dürfte dieser keine Aktion mehr machen. Das ist die dritte Regeländerung, neben, dass man bei der Moorhexe beim Zaubern beide Aktionen quasi gleichzeitig ausführen darf und dass die Besessenen die Siegespunkte konservieren. Genau, da die dritte Änderung, um genau sowas, wie es jetzt steht. Ne, das ist halt quasi eine Formation, die ist unangreifbar gewesen mit den alten Regeln. Jetzt nicht mehr, weil jetzt könnte ich mit einem Fünfer da dran ziehen und dann müsste er fusionieren zu einer 6, aber dürfte dann halt keine Aktion mehr machen und dann wäre quasi die Formation aufgebrochen. Genau, er bricht jetzt aber selber auf hier auf eine 4, was auch sinnvoll ist, weil er dann eben die Dreien deutlich stärker werden, da sie wieder ihre freie Aktion machen dürfen. Und wir gucken mal, was Thomas als nächstes machen möchte. Jetzt das Ganze hat sich durch diese Aufwerterei von Thomas ein bisschen, denke ich, wieder stabilisiert, vom Spielstand auf dem Brett zumindest. Okay, da wieder auf eine 5, das heißt, die Triggerpunkte gehen wieder weg. Genau, denn der 6 da hinten auf der Ruine bringt erstmal nicht so viel, da hat er etwas an Tempo verloren und der zweite 6er kann jetzt natürlich Druck machen, aber er hat halt nicht genug Figuren, um auch dann auf der mittleren Ruine noch Druck zu machen, was halt seinem Mitspieler Zeit gegeben hat. Er macht jetzt hier einen Split und vielleicht hatte er eben noch im Kopf, dass halt 3 Dreier waren. Und ist in einem Turnierspiel, kann halt einfach mal vorkommen. In einem Trainingsspiel würde man vermutlich dann als Mitspieler sagen, bist du dir da wirklich ganz, ganz sicher, dass du da das machen möchtest? Denn hier mit der Fusion und dann dem Schlagen kann sich Dreambart seinen ersten Turniersieg sichern, denn er kommt genau auf 10 Siegespunkte. Ja, das war das Spiel. Auch hier wieder einiges zu sehen an Fallen, die man stellen kann und die auch gestellt wurden, die teilweise reingetappt wurde, die aber auch teilweise umgangen wurden dann. Ich freue mich über Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und es ist jetzt leider ein bisschen zu spät, falls ihr noch beim Turnier mitmachen wollt, aber das nächste kommt bestimmt. Den Discord-Server findet ihr über die Einstiegs-Playlist und vermutlich auch hier am Ende des Videos. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß!